Ich begrüße euch ganz herzlich, meine Lieben, zum heutigen Tagesorakel. Es ist Dienstag, der 21. Februar 2023. Ich hoffe, ihr hattet alle eine angenehme Nacht. Unser Körper wird zurzeit ein bisschen strapaziert durch die sich wandelnden Energien. Ja, ich hoffe, ihr kommt gut durch diese Zeit und wir gucken jetzt mal, was der Impuls für den heutigen Tag ist. Spirit, was darf ich erzählen? Wellen des Wohlstands, neue Fülle und spannende Chancen überfluten dich gerade. Ja, und genau darauf werden wir halt zurzeit auch vorbereitet. Es ist total wichtig, sich sein System auf Liebe einzustellen, in allem oder in Richtung allem, was da ist. Wir werden vorbereitet auf die Fülle, auf die Herzöffnung, auf die Dinge, die uns da erwarten. Und ja, wenn das die Karte fürs Tagesorakel ist, dann ist es heute ein Tag, an dem spannende Chancen auf dich zukommen können. Schau, was es für dich sein könnte. Wir schauen weiter, was der Mond dazu zu sagen hat. Chancen kann man nur ergreifen, wenn man sie sieht. Der Mond sagt, lasse nicht zu, dass die Vergangenheit dich zurückhält. Und das ist ganz wichtig, so langsam einen Abschluss zu finden mit dem, was da war. Dein inneres Kind, ja, ein Stück weit auch loszulassen in der Art und Weise, dass die Verletzungen, die da noch sind, in Frieden ziehen dürfen. Vielleicht hast du hier und da so ein paar Eingaben, ein paar Impulse aus deiner Kindheit, aus deiner Vergangenheit. Versuch damit in Frieden zu kommen, damit die alte Zeit halt eben abgeschlossen werden darf. Um was genau es heute geht, erzählen uns die Zapunzelchens. Die trauen sich nicht richtig zu hüpfen. Spirit, was darf ich erzählen? Aha, es geht doch. Diese Karten, die kommen irgendwie häufig in letzter Zeit zusammen auf den Tisch, obwohl ich dieses Deck ja oft mische und reinige. Es geht heute um Verbundenheit, es geht um Gefühle, es geht um tiefe Gefühle. Verbundenheit, da fällt mir jetzt auf Anhieb das Universum ein. Verbinde dich mit deinen Geistführern, verbinde dich mit deinen Jenseitskontakten, verbinde dich ja mit der geistigen Welt und spür dich da mal rein. Du bist heute eingeladen, die tiefen Gefühle nochmal an die Oberfläche zu bringen. Es kann sein, dass sich das komisch anfühlt. Es kann sein, dass sich das wunderschön anfühlt. Es ist eine Chance, auch spirituell heute ins Wachstum zu gehen. Du bist herzlich eingeladen. Ich lasse es so stehen. Es ist immer nur ein kurzer Impuls. Wünsche euch einen wunderschönen, angenehmen Tag heute. Bleibt mir gesund. Lasst die Liebe regieren. Und gern bis zum nächsten Mal. Und Dankeschön fürs Zuschauen.